Ah, na endlich kommt die Pizza. Ach, der Herr Oppermann. Herr Köster. Schön, Sie zu sehen. Haben Sie sturmfreie Bude? Ich habe sturmfreie Bude. Falls meine Eltern jetzt früher zurückkommen, würde ich einfach sagen, dass Sie mein Vertrauenslehrer sind. Okay, also ich muss dann keinen Hinterausgang benutzen, ich bin dann der Vertrauenslehrer. Sie können auch aus dem Fenster klettern. Als Abgeordneter dürfen Sie ja den Fahrdienst benutzen, von daher würde ich sagen, direkt das große Bier, oder? Nee, ich trinke erstmal ein Wasser. So, wir haben eigentlich alle Accessoires hier da. Das deutsche Trikot tragen Sie ja schon, ne? Wir haben, glaube ich, auch noch ein deutsches. Passt Ihnen das? Wir sind ja ungefähr gleich dann groß. Dann nehme ich lieber Brasilien. Sieht gut aus. Gehen Sie so dann auch gleich in den Bundestag, würde ich sagen. Nee, dann muss ich dann doch wieder mein Jackett anziehen. Also Sie können eine Krawatte drüber ziehen dann. Ja, das muss ich auf jeden Fall. Ich muss gleich die Sitzung leiten. Haben Sie ja noch einen richtigen Job. Ja, ja. Schminke haben wir noch. Deutschland-Schminke. Sie können ja, mir die Hand machen. Ja, vor allem, wenn Sie das im Gesicht haben, nachher werden Sie da noch für einen AfDler gehalten. Also, ich habe keine Probleme mit den Farben. Ich bin Patriot. Großartig. Und hier oben kriegen Sie ja, auch noch einen machen drauf. Sie überall drauf. Jetzt sind Sie so ein richtiger Irokese. Ja. Klasse, sind Sie auch mit Kriegsbemalung. Ja. Dankeschön. Ne? Ja, dann immer hereinspaziert. Oh, oh, oh. Fabians WM-Studio. Ja, Fabian Klasse. Bin ich. Ich weiß. Aber haben Sie ja toll improvisiert hier. Oder? Ihre Eltern würden das nicht wiedererkennen. Nee, das war auch der Plan. Ja. Man will sich ja nie so einrichten wie seine Eltern. Oder haben Sie sich zu Hause so eingerichtet wie Ihre Eltern? Nein, das habe ich nicht. Können Sie Kopfball? Ja. Oh. Sie sind besser als ich? Können Sie Fußball spielen? Ja. Am liebsten mit meinem 10-jährigen Sohn, aber auch gern beim FC Bundestag mal. Ne? Wie wird man da aufgenommen? Ja, man meldet sich an. Man muss natürlich sozusagen die Werte unterschreiben. Fairness, Achtung und Respekt vor anderen. Ja? Gibt es denn dann auch AfD-Mitglieder, die dabei sind? Ja, ja, wir hatten jetzt beim letzten Spiel auch ein AfD-Mitglied dabei. Oh. Und haben die das auch unterschrieben? Der hat das offenkundig unterschrieben. Oh. Und wie ist das dann? Wer von Ihnen klaut dem dann beim Duschen die Klamotten? Das machen wir nicht. Sind Sie Fan einer Mannschaft? In der Bundesliga bin ich als geborener Westfale natürlich Fan von Borussia Dortmund. Borussia Dortmund? Ja, nicht so ein Loser-Verein wie der 1. FC Köln. Tja. Einmal von Thomas Oppermann gedisst werden. 1-0. Ja gut, das 1-0 haben Sie, aber ich schieße ja jetzt noch 7 Tore. Ich habe auch was zu essen hier. Oh, ich habe ja, ja genau hab noch gekocht. Ne? Ja, Röstinchen haben wir die früher genannt. Röstinchen? Wann war das? In den 50ern? Bei uns heißen die Flips. Ich weiß, das ist der neue Name dafür. Ja. Sollte sich die SPD nicht auch mal einfach das Prinzip der FIFA zu eigen machen langfristig? Also Stimmen einfach kaufen? Das ist kein Ausweg für die SPD. Die FIFA ist nach wie vor korrupt. Das ist eine ganz traurige Begleiterscheinung eines so faszinierenden Sports. Genauso wie die SPD manchmal eine traurige Begleiterscheinung der deutschen Parteienpolitik ist. Ja, aber wir haben eine stolze Geschichte und gehen Sie mal davon aus, wir kommen wieder. Werde ich das noch erleben? Sie werden das als junger Mann noch erleben. Werden Sie das noch erleben? Ich werde es auch noch erleben, ganz sicher. Ich bin ja nicht viel älter als Sie. Und dabei haben Sie nur Wasser getrunken genau. Bis jetzt. Ich habe was vorbereitet und zwar, vielleicht kennen Sie das, Pustefußball. Wir haben hier einen Ball. Aha. So. Und dann kriegen wir jeder einen Strohhalm. Ah. Und dann können wir jetzt mal gegeneinander Tore schießen. Aha. Also wir versuchen das mal so zu okay, halten. Okay, Sie haben Anstoß, ja? Ich versuche mal anzustoßen. Und hier ist das Tor? Ja. Ich lasse Sie gar nicht aus der eigenen Hälfte. Was ist das für ein Gefühl, mal zu gewinnen? Ja, ich führe schon 4-1. 4-2. Wieder drin. Ja, das ist mir jetzt hier zu doof. Sie gewinnen ja nur. Wir machen das jetzt mal mit dem Watteball, dann haben Sie es nicht so einfach. Wattebäuschen. Sie gewinnen ja wirklich die ganze Zeit. Ich fühle mich wie die SPD. Und wie ist das Gefühl so? Ja, erniedrigend. Ja, wir können ja leider kein Spiel zusammen gucken. Mhm. Wollen wir einfach mal so ein paar Situationen durchspielen und wir reagieren dann entsprechend? Okay. Deutschland schießt ein Tor. Mhm. Tor! Ja! Hey! Tor! Yes! Klasse! Toll gemacht, Özil. Schöner Schuss. Ja, sehen Sie, hier kommen Sie auch endlich mal wieder zum Jubeln. Jetzt können Sie mir das Gegenteil quasi beibringen. Okay. Deutschland kriegt ein Gegentor. Ja. Ach, so eine Scheiße, da muss doch er doch sein. Rangehen. Das war ein Fehler von Hector, der hätte den niemals durchgehen aber lassen. Aber der Reus hat ja gar nicht der mitgeholfen. Der hätte den viel enger decken müssen. Das kann ja Mann, wohl nicht wahr sein, meine Güte. Köln. Wir sollten mal zusammen ins Stadion gehen. Ja, warum nicht? Ja, Sie können ja dann den Schröder wir fahren doch zum mal Endspiel. Fragen, ob Sie wir fahren dann doch noch zum Endspiel. Ja? Würden Sie das möglich machen? Ja, vielleicht hat Schröder für Sie ein Ticket, ich besorge mir eins auf einer anderen Schiene. Haben Sie die Nummer von Herrn Gerd Schröder? Ja. Hat der WhatsApp?
Nee, glaube ich nicht. Was ist denn Ihr Plan für die nächste Wahl? WM quasi. Ja, ja. Wahlmeisterschaft. Also für die nächste Wahlmeisterschaft. Gut, ja, ja. Hast du noch einen Punkt gemacht. Also für die nächste Wahlmeisterschaft müssen wir selbstbewusst antreten, ja, mit Haltung. Aufhören mit der autoaggressiven Fixierung auf die eigenen Defizite. Ja, das ist, dann landen wir da, wo der erste FC Köln gelandet ist. Das hat keinen Zweck. Wir wollen. Die sind ja nur am Rumdissen. Ja, ja, ich habe mir einiges vorgenommen. Richtig in Disslaune heute, ja. Merken Sie, das kann er nicht richtig ab. Ja, wollen wir noch mal tippen, wer Weltmeister wird? Naja, ich tippe schon auf Deutschland. Sie tippen auf Deutschland, ja, ich auch, aber dann macht das ja keinen Sinn. Wir müssen schon gegeneinander tippen. Ja, dann, Sie haben das Brasilien-Trikot an. Wenn es nicht schafft, dann wird es Brasilien. Was ist der Wetteinsatz? Kiste Bier. Kiste Bier? Mhm. Ja, dann machen wir das so. Ich frage dann meine Eltern, ob die mir eine kaufen. Okay. Ach so, du bist ja noch so jung. Kiste Brause? Wo stoßen wir an? Kennen Sie einen guten Ort? Kommen Sie doch einfach zu mir im Bundestag. Trinkt man im Bundestag öfter mal? Ich trinke bei der Arbeit nicht. Man so von der SPD gar nicht erwartet. Ja. Ich trinke nicht bei der Arbeit, nee. Sie tun mir jetzt auch Kam Wasser. Jetzt ein bisschen zu langsam, die Antwort, ne? Ja, Sie haben erst überlegt. Ja, haben ja. Sie gemerkt, dass er erst überlegt hat? Ja, ja, klar, jeder hat das gemerkt. Das ist das Lustige. Ja, wollen wir noch grillen? Ja, los, komm. Sie haben Hunger, oder? Ja. Was grillen Sie denn lieber, Fleisch oder den politischen Gegner? Am liebsten den politischen Gegner. Und was können Sie besser? Haben Sie die Pause gemerkt? Ich bin kein Grillexperte. Ja, ich bin kein Grillexperte. Ja, Sie kriegen das die kleinere Hälfte. Ja, dann Prost. Ich muss jetzt wirklich los. Ja, dann freuen wir uns auf die WM. Verpassen Sie das Spiel nicht. Danke, dass Sie hier waren. Okay. Und bis dann, ne? Tschüss.